111 Jahre Insel Schladminger Bier. Ein Jubiläum, das viele zu Recht mit Stolz erfüllt. Ja, die Schladminger Brauerei gibt es seit 111 Jahren. Wir sind alle sehr stolz auf diese Gründung unserer Vorväter. Die Schladminger Brauerei produziert ein ausgezeichnetes Bier. Es ist ein lokales Produkt, ein regionales Produkt und es ist ein wichtiger Arbeitgeber in der Region und sie trägt natürlich auch dazu bei, dass der Name unserer Tourismusgemeinde über die Grenzen hinausgetragen wird. Um die interessante Geschichte der Brauerei auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, wurde eigens eine Sonderausstellung initiiert. Diese Ausstellung ist gemeinsam in Zusammenarbeit mit der Brauerei Schladming entstanden, insbesondere mit Vorstand Ingeborg Höflehner. Sie hat die Idee zur Ausstellung gehabt und natürlich haben wir da bei den Inhalten und Ideen aus dem Vollen geschöpft. Als heimisches Unternehmen ist es der Brauerei wichtig, alle Mitarbeiter gleichsam einzubinden. Die Klienten des Diakoniewerks haben für die Brauerei das Gebäude originalgetreu nachgebaut, als Modell. Das wird sicher ein toller Blickfang für alle Besucher sein. Und mich freut es auch sehr, die Klienten des Diakoniewerks sind auch wertvolle Mitarbeiter in der Brauerei. Und auch hier im Museum sind sie immer wieder sehr engagiert und arbeiten auch mit. Und hier schließt sich auch ein Kreis und das freut mich auch sehr. In 111 Jahren ist viel passiert. Was genau, wurde für die Besucher verständlich und anschaulich aufbereitet. Die Brautradition hat in Schlamming angefangen, 1525. Damals hat es gegeben drei Braustätten in Schlamming. Eine war der Brunner, der zweite war der Rösselwirt und der dritte war dann der Gasthof Hotel Tritscher. Am Hauptplatz der jetzige Kirchenwirt. 1890 hat der Matthias Gföller am Dolbach ein Kraftwerk gebaut und da hat er noch gesucht, Stromabnehmer. Und unter anderem die Schladminger Wirte wollten ja immer schon eine Brauerei bauen und mit dem Kraftwerk war es möglich, eine Brauerei zu bauen. Die Brauerei mit dem Standort in Schladming hat sich ein gutes Platzl ausgesucht. Schladming hat nicht nur als Stadttradition, sondern ist im Zusammenhang mit Veranstaltungen auf Weltniveau und als Namensgeber verschiedenster Produkte zum Begriff geworden. Da stehen zum Beispiel zwei alpine Ski-WMs, zweimal Special Olympics und das alljährliche Neidres. Neben unserem Bier tragen zum Beispiel der Schladminger Lodenjanker, der Schladminger Dirndl mit den drei Schladminger Sternen als typisches Erkennungszeichen. Das Schladminger Bier steht für Braukunst im Einklang mit der Natur. Und diese Natürlichkeit in der Produktion und im Geschmack wird seither bewahrt. Beim Bierbrauen hat sich eigentlich in den 111 Jahren vom Prinzip her nicht recht was verändert. Es haben sich Gott sei Dank die Rohstoffe verbessert, weil auch die Bauern größere Sorgfalt haben. Und speziell bei den Bio-Rohstoffen, die wir ja für unsere Bio-Biere, wie eben die Enstaler Schneeweiße und das Bierzwickel verwenden, so haben wir schon insgesamt einen Ausstoß von 30% beim Bio-Bier. Auch das Thema Nachhaltigkeit wird in der grünen Brauerei großgeschrieben. Wir sind ganz stolz auf das, dass wir zur Braunion in die große Familie kehren und trotzdem ein Teil des großen Ganzen sind. Und da werden riesige Investitionen gemacht, wie zum Beispiel eben die Pelletsheizung, das war insgesamt 1 Million Euro, dass wir dann eine grüne Brauerei geworden sind. 111 Jahre Erfahrung zeigt sich im Schladminger Bier und dies sorgt für große Beliebtheit. Unser Bier ist das, was die Begeisterung der Kunden macht, ist der Zusammenhalt zwischen Kunden und Mitarbeiter und genau das rückt da die Sonderausstellung in den Vordergrund. Für die nächsten Jahre soll es nun auch so weitergehen. Für die nächsten 111 Jahre, damit dass wir weiterhin so viele Gäste da haben, damit dass wir eben auch weiterhin Bier brauen können und unsere Kunden uns treu bleiben, was ja auch österreichweit schon immer mehr werden, dafür müssen wir auch Danke sagen. Und ja, so hoffen wir, dass die Rohstoffe weiterhin so gut bleiben, dass wir auch weiterhin ein gutes Bier brauen können. Regionalität, Nachhaltigkeit, natürlicher Geschmack, eine enge Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern und den Kunden. Alles Zutaten für eine Erfolgsgeschichte, die man im Stadtmuseum Schladming noch bis einschließlich Herbst dieses Jahres bewundern kann. In diesem Sinne, Prost!